Liebe Freunde der Freiheit, diesen gelben Brief habe ich vor über einem Monat bekommen, und zwar vom Zensus 2022. Ist auch nicht der erste Brief, sondern mittlerweile der dritte. Es handelt sich um den sogenannten Heranziehungsbescheid, in dem ich unter Androhung eines Bußgeldes dazu aufgefordert werde, endlich am Zensus teilzunehmen. Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich habe mir schon erst angeschaut, was ich dort gefragt werde. Denn hätte man mich jetzt nur zum Beispiel nach der Anzahl der Personen und dem Alter in meinem Haushalt gefragt, dann hätte ich das widerwillig, aber dennoch ausgefüllt und zurückgeschickt. Aber der Fragenkatalog ist viel umfangreicher. Und leider kann ich diesem Staat nicht mehr vertrauen. Ein Staat, der seine eigenen Bürger mit Füßen tritt, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in Form von Polizisten, die Gewalt gegen friedliche Demonstranten anwenden, und auch im juristischen Sinne, der sich also an seine eigenen Regeln nicht hält und die Gesetze dazu missbraucht, seine eigenen Bürger zu schikanieren, während die verantwortlichen Entscheidungsträger in der Politik, die mutmaßlich Menschenrechtsverbrechen begangen haben oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ungestraft davonkommen, so einem Staat kann ich nicht mehr vertrauen. Und ich muss befürchten, dass er jegliche Informationen, die ich ihm gebe, irgendwann und irgendwie gegen mich verwenden wird. Deswegen werde ich nicht am Zensus teilnehmen. Komme, was da wolle, egal wie hoch das Bußgeld ausfällt. Und auch dagegen werde ich mich natürlich wehren. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, wann der nächste Brief kommt oder wer als nächstes kommt und die Fragen vielleicht aus mir herauspressen will. Keine Ahnung. Trotz allem wünsche ich euch ein friedliches zweites Adventswochenende. Wir sehen uns.